Hey Leute, was geht? Freestyle DLP am Start, herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Terra. Ja, es geht weiter mit unserem Berserker. Ich dachte, ich nehme ein wenig auf, weil meine Eltern sind gerade nicht zu Hause. Da dachte ich, kann ich doch mal ein paar Parts aufnehmen. Ich kann es auch aufnehmen, wenn sie zu Hause sind, aber so geht's deutlich besser, finde ich. Ja, wir müssen jetzt mit dieser Fähigkeitsausbilderin reden. Ja, machen wir das doch. Und ich habe festgestellt, dass ihr meine Maus gar nicht seht, wenn ich aufnehme. Das könnte ich zwar einstellen, aber ist doch unnötig, weil ihr seht die sie ja so oder so nicht. Ihr würdet sie nur sehen, wenn ich Escape drücke. Und das ist irgendwie unnötig. Deswegen extra die Maus einzuschalten. Also ich finde, das ist eigentlich so gut. Ja, lass uns jetzt machen. Jagt die Norkus und sammelt ihre Häute. Das sind die, okay. Die müssen wir jetzt also töten. So. Ist noch ein bisschen eine kleine Umgewöhnung. Aber wir können ihn killen. Okay. Also ist wirklich noch eine Umgewöhnung, mit so einem Berserker zu spielen. Vor allem, weil er so langsame Hiebe macht. Ist das echt kompliziert. Aber es geht. Ja, okay. Es wäre cool, wenn es mal so eine Art Ansturm gäbe, also dass man halt direkt zu dem hingeportet werden kann, sozusagen. Also halt so ein kleiner Ansturm. Dass man halt, wenn man den Skill drückt, direkt zu dem hingesprintet kommt. Ja. So muss man jetzt erstmal extra zu dem hinlaufen, aber okay. Ja, wir leveln gerade sehr, sehr viel, aber wir sind ja auch gerade erstmal Level 2. So. Komm, geht down. Sehr gut, wir haben Level 3 erreicht. Und gegen den wollen wir jetzt eigentlich nicht kämpfen. Tschüss, tschüss. Okay. Ja, wir müssen mit dem hier sprechen, wo die Texturen noch nicht vernünftig geladen sind. GG. Ja, ist geil, ne? Sieht gut aus, Black Man. Okay, ja, jetzt ist er geladen. Ja, wir sind schon Level 4. What the fuck geht das? Nur mit einer Quest. Ah, okay, jetzt kommt eine Zwischensequenz. Zeigt, dass sich jemand seiner Größe. Oder wenigstens kein Ferkel seiner annimmt. Schaltet ihn aus. Ja, übrigens sind die Untertitel immer so ein bisschen verzogen. Das liegt nicht daran, dass mein Video nicht vernünftig synchronisiert ist. Nein. Ja, wir müssen jetzt diesen Typen besiegen. Ist so eine Art Bossgegner, sag ich jetzt einfach mal, obwohl er auch nicht so mega stark ist. Aber man kann ihn schon als kleinen Mini-Boss bezeichnen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht spoilern, aber bald kommt nochmal ein vernünftiger Bossgegner, den wir besiegen müssen. Dann ist das Ganze schon heftiger. Aber ich bezeichne ihn jetzt einfach mal als Mini-Boss. Weil er auch so in der Sequenz gerade angepriesen wurde. Ja, wir müssen wieder mit dem Typen da reden. Weil wir ihn ja jetzt gerade besiegt haben. Aber vorerst erlernen wir unsere Skills. Ja, weil wir sind ja gerade zwei Level oder besser gesagt ein Level aufgestiegen. Und haben jetzt Plätten, können wir jetzt erlernen. Schlagt auf dem Boden auf und betäubt Ziele innerhalb von 4 Metern. Okay. Erlernen wir das doch gleich. Ja. Haben wir jetzt auf Hotkey 4. Ich denke, das geht klar. Muss ich jetzt nicht extra was verschieben. Und ja, dann machen wir das. Folgerstraße hinauf und treffen. Okay. Aber vorerst versuchen wir gerade mal unseren Skill. Okay. Ich möchte ihn gerne ausprobieren. Okay. Der ist nice, aber ja. Also wir sehen schon, wir können viel mehr machen, wenn wir ein paar mehr Skills haben.
Ja, den nächsten bekommen wir, glaube ich, auf Level 6. Ja, wir leveln eigentlich nicht so schlecht. Ja. Können wir ja mal eben zu dem Fragezeichen da oben gehen. Ja, im Kampf juckt uns eigentlich nicht. Ich habe das Tutorial nie durchgelesen, weil ich von mir selber eigentlich behaupten kann, dass ich ein erfahrener MMO-Spieler bin. Ja, deswegen, ich habe schon mehrere MMOs gespielt. Bis vor einem halben Jahr habe ich eigentlich nur ein MMO gespielt. Mittlerweile habe ich aber extrem viele, ja, ausprobiert sozusagen, also halt gemacht. Halt gespielt, besser gesagt. Ja. Unter anderem WoW, die Starter-Edition, Rift, Star Wars: The Old Republic halt aktiv, weil dort habe ich jetzt halt zwei Chars auf Max und einen fast auf Max Level, also auf Level 60. Ja, also Star Wars: The Old Republic wirklich aktiv. Ja, dieses hier eigentlich auch aktiv. Ja, übrigens habe ich den Namen des Servers vergessen. Falls ihr mal mit zocken wollt, dann könnt ihr mich gerne auf Skype adden, falls ihr mal in der Aufnahme dabei sein wollt. Ja, dort heiße ich einfach Epic Hipster. Ich denke, ich habe es reingeschrieben. Wenn nicht, dann einfach Epic, also E-P-I-C und dann Hipster mit A. Also nicht ER, sondern nur mit A. Alles zusammen und alles klein. Halt mit A am Ende, nicht mit ER am Ende, sondern mit A. Ja, weil ich, wie ich mich kenne, vergesse ich das immer reinzuschreiben. Ja. Also wie gesagt, und mein Server, wie ich gerade schon gesagt habe, mit mir zocken wollt, mein Server habt ihr in der ersten Folge gesehen. Dort war ich hier ganz kurz in der Charakterliste am Anfang bei der Begrüßung und allem. Dort einfach mal nachschauen, der müsste oben stehen, weil ich war da ja in der Charakterliste, als ich euch begrüßt habe in der ersten Folge. Dort müsste es dann drin stehen. Ja, also einfach mal vorbeischauen. Und dann werdet ihr das Ganze schon finden. Ja, dann einfach auf Skype adden, mal fragen, ob ihr in der Aufnahme dabei sein könnt. Ich werde dann höchstwahrscheinlich ja sagen. Muss man sich natürlich erstmal vorher unterhalten können. Ja. Weil, ja. Oder ihr müsst doch nicht unbedingt in Skype dabei sein. Falls ihr einen Sharp, der einfach höher ist, sagen wir mal Level 15 oder sogar noch höher, sagen wir mal, ihr habt sogar einen auf Max Level oder so, dann schreibt mich gerne an. Ihr könnt auch ohne Skype dabei sein, einfach mal so, nur um zu helfen. Aber ihr könnt auch gerne mal in Skype dabei sein. Muss ich mir mal alles überlegen. Ja, weil ich mache gerne mal was mit der Community. Okay. Ja, momentan erstmal nur ein bisschen reden. Ja, ist mehr so Lagefeuer. Eigentlich müssten wir uns das Ganze jetzt durchlesen, aber ich lese mir das jetzt einfach mal nicht durch, weil ich so gut bin. Hahaha, Spaß. Ja, Gegenstand erworben, Lagerfeuer. Ja, weil für alle Leute, die es nicht wissen, bei einem Lagerfeuer, wie zum Beispiel diesem hier, regeneriert man Leben und Mana oder ich weiß nicht, wie man die Energieeinheit der Klasse nennt. Regeneriert man auf jeden Fall beim Lagerfeuer. Und man kann halt noch so komische, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, so Talisman, glaube ich, einsetzen in der Nähe eines Lagerfeuers. Dann erhöht sich nochmal die einen Angriffsboni oder so bekommt man dann irgendwie doch mal. Also irgendwie so ganz, ganz crazy, was sich da alles erhöht. Und der ist Level 65, ich glaube Level 65 ist das Max-Level. Ja, also, ja. Und ich habe halt gerade durch die Quest Dings bekommen, dass ich halt unterwegs ein Lagerfeuer rufen kann. Das ist aber aufbrauchbar. Also wenn ich das jetzt einmal benutze, dann habe ich es nicht mehr. Da muss ich mir erst beim Händler wieder ein neues Ding davon kaufen. So regeneriert man dann halt Leben. Ja, gut für einen Bosskampf oder so. Ja, also recht praktisch. Ja, hier seht ihr auch benutzen Talisman. Jetzt müssen wir halt bei der Quest diesen Talisman in der Nähe eines Lagerfeuers benutzen. Ja, ihr seht, dann kann ein zufälliger Angriffseffekt auftreten, der von unserer Ausdauer abhängt. Wir benutzen es einfach mal, weil wir ja jetzt hier vor dem Lagerfeuer stehen. Ihr werdet zwischendurch auch immer irgendwie Talismane droppen oder durch Quests bekommen. Die könnt ihr dann halt einfach
in der Nähe eines Lagerfeuers aus einsetzen oder halt selber ein Lagerfeuer rufen, wenn ihr die Fähigkeit gekauft habt. Ja. Ich habe selbst noch nicht so genau gecheckt, aber gut genug, um halt was damit machen zu können. Ja. Wir sind jetzt Level 5, aber haben noch keine Fähigkeit bekommen. Ja. Aber egal. Das wird dann auf Level 6 werden wir, glaube ich, die nächste Fähigkeit bekommen. Ja, jetzt müssen wir wieder mit Emir sprechen. Er gibt uns eine neue Quest. Oder mit ihr. Ja. Sprecht. Also, wir müssen jetzt mega viel einfach labern gerade. Aber bald kommt noch ein spannender Bosskampf. So viel kann ich schon mal spoilern. Den wir vielleicht gar nicht alleine schaffen. Bei meinem Main brauchte ich sogar Hilfe, obwohl man den eigentlich alleine schaffen müsste. Ich bin ja noch nicht so perfekt geübt in dem Spiel. Ja. Also möglicherweise bräuchte ich da nochmal Hilfe, aber das klappte wirklich sehr, sehr gut. Ich habe innerhalb von einer Minute einen gefunden. Oder noch kürzer. Also ich habe halt einmal geschrieben, dann hat jemand geschrieben, den kann man doch solo machen. Und dann direkt dahinter hat jemand geschrieben, ja, ich helfe gerne. Und ja, also war ziemlich nice. Die Community ist auch ziemlich nice. Und jetzt müssen wir Erze farmen oder halt ein Erz holen, indem man hier in der Nähe eines Steins F drückt. Ja, zwei müssen wir. Okay. Ja, dauert ein bisschen. Ja, also ziemlich geil Community eigentlich in diesem Spiel. Und das Einzige, was mich jetzt so ein bisschen stört, ist halt, dass es immer die gleiche Quest ist. Egal welche Rasse, welches Volk du nimmst, du bist immer im gleichen Dorf, sag ich jetzt einfach mal. Immer im gleichen Heimatdorf. Du musst immer überall gleich anfangen. Das heißt, bei der zweiten Klasse oder bei der dritten Klasse, sagen wir es einfach mal beim dritten Char, wird das langweilig. Jetzt geht's noch so einigermaßen, auch wenn ich jetzt wirklich schon alle Quests kenne. Zumindest, also jetzt hier alle, die ich jetzt gerade mache. Weil halt ich Level 15 bin. Ja, trotzdem denke ich, dass beim zweiten Char geht's noch, beim dritten vielleicht auch noch, aber beim vierten wird's dann, denke ich mal, langweilig. Ja, aber ja, mir macht Terra trotzdem viel Spaß. Und als Let's Play, falls ich es wirklich aufhöre, mal irgendwann privat zu zocken, da werde ich es trotzdem noch als Let's Play weitermachen, weil es mir eben so Spaß macht. Ja. Also wenn ich, sagen wir mal, wenn dieser LP-Char-Level 15 ist und ich dann irgendwann mal keinen Bock mehr habe, das privat zu zocken, dann kann es sein, dass ich vielleicht den Char switche, dass ich dann auf meinem privaten Char weiter Let's Play und ich dann komplett mit privat mit Terra aufhöre, aber so weit soll es gar nicht erst kommen, weil mir macht Terra ja ziemlich viel Spaß und werden wir mal gucken, was die Zukunft bringt. Ich werde versuchen, diesen Char auf Level 65 im Let's Play machen zu können, diesen Berserker. Ja, holt Obelix bitte von dem. Ja, wir müssen hier von den Felsschnäbeln. Ich glaube, das sind nicht die richtigen. Trotzdem kriege ich die jetzt einfach mal. Ja, ich glaube, entweder der ist der richtige. Oder wir sind gerade im völlig falschen und der weicht uns hier die ganze Zeit aus. Ah, doch, der war der richtige. Ja, ich spiele gerade echt noch wie so eine Mizzet, wenn ich das mal so sagen darf. Weil ich halt Berserker nicht gewöhnt bin. Mit Mage, beziehungsweise Zauberer, bin ich sofort super klar gekommen. Aber hier so Berserker ist echt schon so eine kleine Umgewöhnung. Übrigens, falls noch manche Leute von meiner iOS-Community, die ich ja aufgegeben habe, sage ich es einfach mal, falls welche davon noch gerne meine Videos schauen, kann ich sagen, dass, also besser sagt der Order in Chaos Community, weil ich ja bis vor kurzem Order in Chaos Videos gemacht habe, beziehungsweise bis vor 6 Monaten, bis vor kurzem ist gut, ja, bis mein Restart halt war. Ja, falls welche von dieser Community noch gerne meine Videos gerade gucken und dieses Video gerade auch schauen, da kann ich nur noch so viel sagen, dass ja bald in Order in Chaos, also für Leute, die das nicht kennen, Order in Chaos ist ein MMO für iOS bzw. für Mobile Betriebssysteme, also auch für Android. Ja, ist halt ein MMO dafür und dort ist halt bald eine neue Klasse angekündigt. Seit Release von Order in Chaos gab es keine neue Klasse. Also es gibt 4 Klassen und es gab nie eine neue Klasse in Order in Chaos. Nie. Und jetzt ist mal eine neue Klasse angekündigt, die in den nächsten Wochen oder Monaten kommen wird.
Und ich kann so viel verraten, dass ich Order and Chaos zocken werde mit der neuen Klasse. Und vielleicht, wenn sich's wirklich gut trifft, vielleicht werde ich die neue Klasse Let's Playen. Ich bin mir noch nicht sicher, aber vielleicht. Kommt drauf an, ob man jetzt wirklich für die neue Klasse, obwohl das eher unlogisch wäre, ob man dafür, jetzt müssen wir dieses Ding hier hochklettern, ob man dafür in einen extra Ort spawnt oder nicht. Ja, also ob man da halt eine extra Heimatdorf hat oder nicht. Wäre irgendwie unrealistisch, aber ja. Also vielleicht werde ich es als Let's Play machen, vielleicht auch nur privat. Das wollte ich euch nur eben mal sagen, weil es gibt bestimmt noch ein paar Leute von der Order in Chaos Community, weil ich habe halt dort Order in Chaos Videos gemacht. Es gibt vielleicht noch ein paar Leute, die wirklich gerne meine Videos gucken. Und deswegen habe ich doch einfach mal gesagt, rede ich da jetzt einfach mal ganz kurz drüber. Und ja, also wie gesagt. Ja. Ist jetzt übrigens gerade Sonntag, zum Glück. Haben wir noch mal 2 Wochen länger wegen Pfingsten. Wir müssen jetzt gerade den Trank benutzen, bevor wir runterspringen. Das ist ein Anti-Fall-Damage-Trank, also dass man keinen Fallschaden bekommt. Und ihr seht, wir haben es überlebt. Ja. Ich werde jetzt hier nicht so viel zu erklären, weil was soll man dazu eigentlich erklären? Das ist mehr so ein Let's Play, wo ich eigentlich gut bei labern kann, weil mir macht es halt Spaß in YouTube, über halt irgendwelche Dinge zu labern. Vor allem, wenn es halt noch über meinen Kanal geht. Ja, und ich hoffe, ihr wollt einfach bei diesem Let's Play zusehen. Ja, würde mich halt sehr freuen. 6 Level bekommen wir unser Mount. Das wird natürlich wieder sehr, sehr cool. Ich liebe es einfach, einen Mount zu bekommen. Ja, auch wenn ich jetzt einen Mount habe auf meinem Char, auf meinem privaten Char. Und die Texturen, das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, dass die Texturen des Öfteren, nicht wirklich nur ein paar Mal, sondern des Öfteren nicht vernünftig laden. Ja, und wir können uns jetzt hier erstmal ein bisschen equippen, weil meiner Meinung nach haben wir uns hier noch gar nicht equipped. Ihr seht, wir haben hier noch viele Sachen, die wir noch gar nicht ausgerüstet haben. So, ich könnte die Sachen jetzt natürlich verkaufen, aber warum denn? Ja, ist wirklich so, meistens werfe ich die Sachen einfach weg, frag mich nicht warum. Ja, tschüss. 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 Ja, das brauchen wir alles noch. So, das können wir nochmal ausrüsten. Tschüss. So. Stufe 6 oder höher. Ja, sortieren wir erstmal unser Inventar und gehen wieder raus. Ja, und ich sehe, wir haben jetzt schon wieder viel zu lange aufgenommen. Habe ich gar nicht realisiert. 18 Minuten sehe ich da oben gerade. Oh, scheiße. Das wird wieder ein bisschen lange zum Hochladen. Aber gut. Perfekte Stelle ist zu bemerken. Besser als, dass ich es erst nach 25 Minuten bemerkt habe. Und ja, dann verabschiede ich mich mit dieser schönen Sonne im Hintergrund. Oder was das auch immer sein soll. Von euch. Hoffe, euch hat dieser Part wieder gefallen. Und bis zum nächsten Part, den ich jetzt, glaube ich, direkt im Anschluss aufnehmen werde. Ja, haut rein und ciao.